Das Erdgas, das wir für die tägliche Versorgung benötigen, hat weite Strecken zurückgelegt, bis es nach Österreich gelangt. Haushalte und Industrie benötigen jedoch nicht immer die gleiche Menge an Erdgas. Wie sorgt man also dafür, dass uns täglich immer genau die Menge an Erdgas zur Verfügung steht, die wir brauchen? Die Natur hält als Gasspeicher die besten Lagerstätten bereit. Es handelt sich bei Gasspeichern meist um ausgeförderte, unterirdische Gaslagerstätten. Genauer gesagt poröses Gestein in großer Tiefe. In dieses wird das Gas eingepresst und bleibt so für lange Zeit erhalten. Bei Bedarf wird das eingespeicherte Gas wieder entnommen und über das bestehende Leitungsnetz zu den VerbraucherInnen transportiert. Neben ihrer Funktion als Garant für Versorgungssicherheit haben Gasspeicher auch eine wirtschaftliche Aufgabe. Da der Gasbedarf und durch die geringe Nachfrage auch der Gaspreis in der warmen Jahreszeit bislang niedriger war, kauften Versorger, Kraftwerksbetreiber und Gashändler im Sommer zu günstigeren Konditionen ein und nutzen Gasspeicher als Zwischenlager. Allerdings gilt diese Faustregel immer seltener und der Preis ergibt sich zunehmend stärker durch die Preisschwankungen in den unterschiedlichen Regionen. Die OMV ist eine von 4 Gasspeicherbetreibern in Österreich. Die OMV Gas Storage GmbH verkauft Speicherkapazitäten an nationale und internationale KundInnen, zum Beispiel Versorger, Kraftwerksbetreiber und Gashändler, und betreibt 2 Speicher in Österreich und 1 Speicher in Deutschland. Das in den Speichern eingelagerte Gas gehört jenen Unternehmen, die die jeweiligen Speicherkapazitäten gebucht und bezahlt haben. Und wie steht es um die Versorgungssicherheit in Krisenzeiten? Die Bevorratung von Erdöl ist schon seit den 1970er Jahren staatlich geregelt. Neben dieser legte die österreichische Bundesregierung seit dem Frühjahr 2022 auch eine strategische Gasreserve an. Die Reserve bemisst sich an der Menge Gas, die im Jänner verbraucht wurde und wurde erstmals im November 2022 zur Verfügung gestellt. Diese Menge entspricht in der Regel in etwa dem durchschnittlichen Gasverbrauch Österreichs von 2 Wintermonaten. Ob als heiße Dusche nach einem langen Tag, köchelndes Lieblingsessen auf dem Herd oder aber auch als Triebkraft unserer Industrielandschaft. Die OMV speichert schon heute Gas für die Energieversorgung von morgen.